Ich habe letztens auf Netflix die Serie Emily in Paris gesehen und ich war so fasziniert von den Outfits der Hauptdarstellerin, dass ich mir gedacht habe, ich muss einfach ein Video machen, wo ich versuche, die Outfits so gut es geht mit meinen Sachen und wenig dazugekauften nachzustylen. In den ersten Folgen der Serie dachte ich noch, okay, was sind das denn für verrückte Outfits? Aber nach und nach fand ich sie irgendwie immer inspirierender und immer schöner. Und insbesondere dieses Outfit mit dem pinken Mantel von Emily hatte es mir angetan. Ich habe mir sofort auch einen pinken Mantel bestellt, weil ich das einfach so cool fand und einfach mal was anderes, gerade jetzt für den Herbst und Winter. Und habe dann auch das Outfit direkt mal nachgestylt, so gut es ging. Sie trägt ja ein buntes Oberteil. Ich habe mich jetzt hier einfach für einen fliederfarbenen Pullover entschieden. Generell habe ich versucht, die Outfits ein wenig mehr herbst-wintertauglich zu machen. Ich habe natürlich mir auch einen Strauß Rosen gekauft, genau wie auch in der Szene, und trage dazu eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Auch das Outfit Nummer 2 fand ich sehr schön in der Serie. Hier trägt Emily nämlich einen kurzgeschnittenen, karierten roten Blazer mit einer weißen Bluse und einer Jeanshose. Auch die Kombination fand ich einfach super cool und stylisch und einfach mal was anderes. Und ich habe tatsächlich auch einen recht ähnlichen Blazer gefunden, den ich mir dann auch mal kurzerhand gekauft habe. Der macht richtig was her. Der ist ein bisschen weiter geschnitten. Ich habe das dann auch mit einer weißen Bluse kombiniert. Ich habe aber nicht so eine Rüschenbluse gehabt. Und meine roten Stiefel, die ich auch schon zu Hause hatte, und konnte damit dann das Outfit eigentlich relativ nah am Original nachstylen. Outfit Nummer 3 ist das außergewöhnlichste von allen, denn hier ist einfach wahnsinnig viel los. Emily kombiniert generell immer sehr viele Muster miteinander, wo man einfach überhaupt nicht drüber nachdenken würde normalerweise. Ich dachte mir, ich versuche es einfach mal, denn ich habe einen Schlangenrock tatsächlich noch zu Hause gehabt und auch eine, ja, bunte Bluse. Sie sieht natürlich absolut nicht so aus wie Emilys, aber ich habe dann nur noch die Sockboots dazu gekauft, weil ich dachte, die passen sehr gut zu meiner Bluse. Und habe noch ein Buckethead dazu kombiniert, denn grundsätzlich trägt Emily in der Serie häufig solche Hüte. Und ich muss sagen, so schlecht fand ich das Outfit gar nicht. Natürlich absolut gewöhnungsbedürftig, aber ja, einfach mal was anderes. Outfit Nummer 4 war auch eins meiner liebsten Outfits aus der ersten Staffel. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Es ist eigentlich, ja, gemütlich, aber trotzdem stylisch. Sie trägt nämlich einen bunt gemusterten Pullover, eine schwarze Hose und gelbe Gummistiefel mit einer rosa Mütze. Und ich habe tatsächlich 1:1 die gleichen Gummistiefel gefunden und ich finde die total süß. Auch einen ähnlichen Pullover habe ich gefunden, so einen richtig schön bunt gemusterten, wo sich das Gelb der Gummistiefel nochmal drin findet. Und die rosa Mütze, beziehungsweise bei mir ist es ein Stirnband, hatte ich noch zu Hause. Das 5. Outfit sah für mich persönlich am französischsten aus. Gott, ist das überhaupt ein Wort? Denn Emily trägt natürlich hier diese klassische rote französische Mütze und einen schwarz-weiß karierten Anzug. So einen habe ich jetzt leider nicht, aber ich habe einen schwarz-weißen Rock mit Harntrittmuster. Und da habe ich jetzt einfach mal ein Outfit kombiniert, was eher inspiriert ist von ihrem Look. Und zwar mit einer weißen Bluse, meinem schwarzen Mantel. Und die rote Mütze durfte natürlich auch nicht fehlen. Und dieses Outfit hat mir eigentlich am besten gefallen an mir persönlich jetzt. Ich habe tatsächlich auch viele Komplimente in der Stadt für dieses Outfit bekommen. Deswegen, ja, war das anscheinend ein Erfolg. Kommen wir jetzt zu Outfit Nummer 6. Und das ist wohl der lässigste und alltagstauglichste Look aus der ganzen Staffel gewesen. Sie trägt hier einfach ein rot kariertes Hemd, ein weißes Top, eine schwarze Hose und weiße Sneaker plus einen braunen Rucksack. Ja. Und tatsächlich hatte ich alles zu Hause, da brauchte ich mir gar nichts Neues besorgen. Und das ist auf jeden Fall ein Look, den ich auch 1:1 so tragen würde, beziehungsweise mit Sicherheit auch schon mal getragen habe.
Ich hatte den Eindruck, dass Emilys Lieblingsfarbe pink ist, denn ihre Outfits waren sehr häufig sehr pink. Sie trägt gerne kurze Röcke oder kurze Kleider mit oversized Mänteln darüber. Und da habe ich mich einfach mal inspirieren lassen. Ich habe nämlich auch ein Kleidchen gefunden, welches pinke und rote Blümchen drauf gedruckt hatte. Und da sie auch sehr häufig Farben kombiniert, die man normalerweise vielleicht nicht so häufig kombiniert, wie zum Beispiel pink und rot, habe ich das hier in dem Outfit einfach mal komplett aufgegriffen mit meinen roten Boots und meiner roten Mütze, dem pinken Mantel und dem Kleid eben. Und ich finde, daraus ist auch ein echt cooler und aufregender Look geworden. Das waren die Looks, die ich nachgestylt habe und ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr viel Spaß dabei und die Serie hat mich einfach inspiriert, mal wieder mehr Farbe im Alltag zu tragen. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und vielleicht hat es ja auch den einen oder anderen inspiriert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Outfit euch am besten gefallen hat und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!